Bald werden wir wieder Tom Cruise mit Schauspielkollegin Emily Blunt für eine zweite Auflage von Edge of Tomorrow auf der Leinwand sehen können. Nicht mehr mit dabei sein wird jedoch Christopher McQuarrie, da man die Pläne von Drehbuchautor Matthew Robinson überzeugender fand. McQuarrie sollte ohnehin genug zu tun haben mit seinen kommenden Projekten Mission Impossible 7 und 8. Es wird also wieder heiß hergehen beim gefeierten Science-Fiction-Abenteuer, bei dem Tom Cruise den Major Bill Cage spielt, der ohne Kampferfahrung auf einem Schlachtfeld abgesetzt und dort binnen weniger Minuten getötet wird. Kurz darauf ist er wieder auf dem Schlachtfeld, stirbt erneut und das Ganze beginnt von vorn. Gemeinsam mit seiner Partnerin, die wiederum von Emily Blunt gespielt wird, gewinnt er jedes Mal an Erfahrung und wird besser im Kampf gegen die Alien-Invasion. Man darf sich also bald wieder auf eine weitere actiongeladene Dauerschleife gefasst machen. Ob und wie er diesmal versuchen wird zu entkommen, weiß man noch nicht. Man wird aber sicher bald mehr von Edge of Tomorrow Teil 2 hören. Viel Trubel gibt es momentan hinsichtlich des zweiten Suicide Squad Teils und nun ist auch endgültig klar, dass Will Smith und Warner sich aufgrund von terminlichen Differenzen trennen. Konkret heißt das, dass man nun vor dem Problem steht, die Rolle des Deadshot neu zu besetzen. Momentan scheint sich herauszukristallisieren, dass man Hollywood-Schauspieler Idris Elba dafür verpflichten möchte. Wie der Hollywood Reporter berichtet, laufen momentan auch Gespräche zwischen Regisseur James Gunn und Elba. Angeblich seien diese sogar so gut gelaufen, dass das Studio auch direkt konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen habe. Dem gut informierten Filmfan ist Idris Elba auf jeden Fall ein Begriff, so hat er bereits in The Wire, American Gangster und Star Trek Beyond überzeugt. Außerdem wird man ihn in Fast and Furious, Hobbs & Shaw als Bösewicht bald in Aktion sehen. Dass The Suicide Squad außerdem kein kompletter Reboot werden soll, ist zwar bekannt, aber man wolle dennoch nicht auf einige Charaktere wie Margot Robbie als Harley Quinn oder eben Deadshot verzichten. The Suicide Squad wird zwar erst im August 2021 erscheinen, aber man kann es durchaus positiv bewerten, dass bereits jetzt derart wichtige Personalentscheidungen wohl überlegt getroffen werden. Nach dem sehr gefeierten S aus dem Jahre 2017 sollen Horrorfans bereits dieses Jahr mit S Teil 2 erneut voll auf ihre Kosten kommen. Die Dreharbeiten gingen in den letzten Tagen offiziell zu Ende und im Zuge dessen war Schauspielerin Jessica Chastain in der Tonight Show von Jimmy Fallon zu Gast. Dort tätigte sie eine Aussage, die vor allem Splatter-Fans gerne hören werden. Laut Chastain soll es nämlich die blutigste Szene aller Horrorfilme geben. Sie habe sich sogar am nächsten Tag noch Kunstblut aus den Augen wischen müssen. Ob man dem Ganzen aber so Glauben schenken kann, ist zweifelhaft. Schließlich läuft die Promophase gerade erst richtig an. Aber Übertreibung hin oder her, viele Horrorfans können es so oder so kaum erwarten, bis es die mittlerweile erwachsen gewordenen Mitglieder des selbsternannten Clubs der Verlierer erneut mit dem Monster aus der Kanalisation aufnehmen werden. Die deutsche Veröffentlichung ist nämlich bereits am 5. September 2019. Vor kurzem haben wir berichtet, wann Ghostbusters 3 in den Kinos erscheinen wird. Nun gibt es gleich zwei personelle Neuigkeiten und zwar soll Finn Wolfhard, filmbekannt aus Stranger Things, eine der Hauptrollen spielen. Neben ihm soll Avengers Infinity War Schauspielerin Carrie Coon als seine alleinerziehende Mutter zu sehen sein. Allzu viel Zeit wird auch nicht mehr verstreichen, bis wir mit einem Trailer zu Ghostbusters 3 rechnen können, denn der geplante Kinostart ist bereits im Sommer 2020. Bereits seit Januar 2019 ist bekannt, dass Starregisseur Christopher Nolan uns sein neuestes Meisterwerk im Juli nächsten Jahres in die Kinos bringen wird. Er hält sich allerdings sehr bedeckt, was den Titel sowie den Inhalt angeht. Das kann er sich aber auch leisten, schließlich hat er sich als Regisseur der Dark Knight Trilogie von Memento oder Interstellar einen unsterblichen Ruf erarbeitet. Production Weekly meint sogar zu wissen, dass der neue Film eher in Richtung Inception gehen wird und einige Elemente von Alfred Hitchcocks Romanzenthriller Der unsichtbare Dritte enthalten werde. Welche Elemente genau von den Filmen übernommen werden und welche nicht, weiß man natürlich noch nicht. Aber es scheint sich erstmalig ein Nolan-Film anzubahnen, der eine Liebesbeziehung in den Mittelpunkt seines Films stellen wird. Ob das alles letztendlich so stimmt, ist aber fraglich. Schließlich ist Nolan ein Meister darin, seine Zuschauer hinters Licht zu führen. Laut dem Hollywood Reporter wird Tyrese Gibson im neuen Anti-Helden-Film Morbius neben Hauptdarsteller Jared Leto zu sehen sein. Dabei soll Gibson als FBI-Agent den Gegenspieler zu Letos Hauptcharakter Morbius spielen. Doch wer oder was ist Morbius eigentlich? Morbius heißt eigentlich Dr. Michael Morbius und versucht seine seltene Blutkrankheit durch verschiedene Experimente zu heilen. Durch diese Experimente verwandelt sich Morbius allerdings in eine Art Vampir mitsamt den Stärken und Schwächen, die damit einhergehen. Dabei soll Morbius im Marvel-Universum das nächste Schurkenkapitel nach Venom aufschlagen. Release für das Marvel-Abenteuer ist aber erst im nächsten Jahr, nämlich am 31. Juli 2020. Kaum ein Spiel ist so bekannt für strategische Infiltration, Umherschleichen und leises Ausschalten wie Metal Gear Solid und das bereits seit den 80er Jahren. Heutzutage ist die Marke Metal Gear Solid eine der bekanntesten überhaupt in der Gaming-Branche. Eine Verfilmung liegt also quasi auf der Hand und die könnte es sogar schon in den nächsten Jahren geben. Jordan Vogt Roberts arbeitet nämlich bereits seit einiger Zeit an einer Verfilmung und so wurde auch Star Wars Schauspieler Oscar Isaac für die Hauptrolle ins Gespräch gebracht.
Dieser äußerte sich zuvor in einem IGN-Interview dazu und meinte, er werfe für die Hauptrolle als Snake seinen Hut in den Ring. Auch wenn das eher eine unkonventionelle Art ist, sich für so eine Rolle zu bewerben, zeigt sich Jordan Faulk Roberts ganz und gar nicht abgeneigt, wie er auf Twitter mitteilte. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob Isaac und Faulk Roberts sich zeitnah auch etwas verbindlicher unterhalten werden.